Heute geht es um die Gluco Data Handler App. Die möchte ich euch kurz vorstellen. Ist eine tolle Geschichte. Hat natürlich viele Möglichkeiten, um den Blutzucker an verschiedenen Stellen anzeigen zu lassen. Und vor allem verschiedene Sensoren. Also es ist nicht nur sensorgebunden, sondern wirklich wieder eine Geschichte, die für mehrere Sensoren funktioniert. Wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze abläuft, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo, ich begrüße euch zu Sandis Diabetes Loop. Ich bin Sandi und im heutigen Video geht es eben um die Gluco Data Handler App. Ein wenig sperriger Name, aber für mich geht es soweit. Michael Pach hat das Problem, der hat Libre und hat mit der Gluco App gearbeitet, aber das funktioniert ja nicht immer ganz sauber, die hängt manchmal ein bisschen. Und da hat er nach einer Option gesucht, wie er eben die Werte des Libre besser auf seine Smartwatch und aufs Handy bekommt. Das Ganze hat er im Insulinclub in Diskussionen auch mitbekommen und hat 2022, also jetzt gerade mal 2 Jahre her, die Gluco Data Handler App entwickelt. Es ist natürlich so wie viele andere Apps, das entwickelt sich natürlich auch immer alles weiter. Das heißt also, aus der normalen Anzeige-App für die Uhr und die Smartwatch wurde dann auch die Option, das auf dem Autoradio anzeigen lassen zu können. Dann kam ja die Wear OS 4.0 Version, da hat sich ja einiges geändert und das hat dann dazu veranlasst, das Ganze sogar im App Store zu machen. Deswegen möchte ich das euch auch zeigen, weil es eben möglich ist, diese App im App Store runterzuladen. Was sind jetzt die Vorteile von der App? Sie kann die Blutzuckerwerte natürlich vom LibreLink über die Follower-Funktion holen. Über Night Scout kann sie sich die Blutzuckerwerte holen. Über Android APS. Auch über die Gluco App, also es gibt mehrere Möglichkeiten eben. Und dann natürlich über Xtrip. Xtrip ist ja für viele bekannt. Video dazu habe ich schon gemacht. Verlinke ich natürlich auch nochmal hier oben, dass ihr seht, wie das funktioniert. Dann hat er verschiedene Benachrichtigungsmöglichkeiten für die App entwickelt, wo man im Prinzip sagt, okay, wie soll mich die Uhr oder das Handy auf den Blutzuckerwert aufmerksam machen, mit Vibrationen und Ähnlichem. Und schlussendlich schickt natürlich die App auch die Blutzuckerwerte an andere Follower-Funktionen. Also wenn ich das Ganze bei Libre haben will oder wenn ich das Ganze bei Dexcom haben will, vermute ich mal, geht es genauso. Ich für meinen Teil habe die App noch nie benutzt. Also ich werde mit euch jetzt dann ans Handy gehen, werde mit euch vom Handy vom ersten Schritt an euch mitnehmen. Und bei längeren Ladezeiten, wenn ihr das lädt oder so, das werde ich natürlich entsprechend die Geschwindigkeit erhöhen, sodass es für euch auf jeden Fall interessant bleibt und ihr mir folgen könnt, wie ich das Ganze Stück für Stück installiere und in Betrieb nehme. Ich persönlich nutze ja den Dexcom G6, viele von euch wissen das ja. Und ich habe dann als Datenquelle, verwende ich in dem Fall dann Xtrip, weil ich eben die Möglichkeit habe. Und dann am Schluss, wenn das Ganze funktioniert, geht das Ganze auf die Uhr, um die Blutzuckerwerte auf der Uhr zu sehen, welche Möglichkeiten ich da habe. Und im Autoradio will ich natürlich auch noch sehen, wie das Ganze funktioniert, weil gerade beim Autofahren ist es doch interessant, wenn man den Blutzuckerwert irgendwie zumindest im Augenwinkel im Autoradio sehen kann. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt dann. Jetzt hätte ich gesagt, gehen wir erstmal ans Handy zum Installieren. Jetzt sind wir am Handy. Jetzt starten wir den Play Store. Hier gehen wir den Gluco Data Handler ein. Ich habe ihn schon mal gesucht und installiere ihn jetzt mal mit euch. Einfach mal zu schauen, wie das Ganze sich jetzt dann, wie das Ganze läuft. Die Ladezeiten verkürze ich natürlich, da erhöhe ich die Geschwindigkeit einfach, damit ihr es euch nicht ellenlang anschauen müsst. So, jetzt installiert er schon. Jetzt können wir das Ding öffnen hier. Natürlich Benachrichtigungen zulassen. So, jetzt ist es so, man muss hier erstmal die Datenquelle einstellen, so wie es ausschaut. Hier will er erstmal Berechtigungen haben. Die geben wir natürlich dem Gluco Data Handler. Die Berechtigung hat er jetzt. Gehen wir wieder zurück. Jetzt ist es weg. So, hier habe ich jetzt die verschiedenen Quellen, die ich einrichten kann. Gluco, Xtrip, Android, APS, LibreLink als Datenquelle und Nightscout ist das, was aktuell da ist. Es gibt gerade Arbeiten im Hintergrund, wo noch mehr kommen sollen, aber wenn es da was gibt, gibt es natürlich entsprechend auch ein Update von mir. Ich für meinen Teil verwende jetzt in dem Fall Xtrip, weil ich hier Xtrip verwende. Und da muss ich in Xtrip was konfigurieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme mich auch einfach Stück für Stück mit. Ich habe es mich gerade durchgelesen. Und zwar geht er hier ins Hamburger-Menü, in die Einstellungen.
Dann gehe ich in die Inter-App-Einstellungen. Was sind sie denn? Inter-App-Einstellungen. Der lokale Broadcast, also das hier muss aktiviert sein. Und die Verrauschunterdrückung muss auch extrem gut sein, also extrem noisy in dem Fall. Und der identifizierte Empfänger steht bei mir jetzt gerade noch Night Scout drin, weil ich natürlich Android APS als solches nutze. Den lösche ich jetzt einfach. Okay. Das sind die Einstellungen, die ich jetzt machen muss in Xtrip. Jetzt gehe ich nochmal zurück in Glucodata Händler App. Und jetzt würde theoretisch was passieren. Jetzt dauert es natürlich, weil die Verbindungen natürlich immer noch eine gewisse Zeit dauern, bis jetzt der erste Blutzuckerwert da ist. Hier über die drei Punkte könnt ihr hier in die Quellen reingehen, wo wir gerade waren. Dann haben wir hier GitHub. Da kann man im Prinzip auf seine Seite drauf und kann da verschiedene Sachen runterladen, nachlesen, wie auch immer, Support und Hilfe natürlich. Dann haben wir hier die Logs speichern von der Uhr und vom Telefon eben. Ist deswegen interessant, wenn irgendwelche Fehler sind, kann man diese Logs, also diese Aufzeichnungen speichern und entsprechend dann dem zuschicken, damit er mal schaut, was da los ist. Und Kontakt, da kann man halt dann via Mail den Michael anschreiben und sagen, pass auf, ich habe folgendes Problem, schau mal. So, jetzt gehe ich hier nochmal in die Einstellungen rein. Und zwar haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten zum Einstellen. Zum einen haben wir hier die Farben, die wir machen können, für hohe, niedrige und normale Blutzuckerwerte. Hier haben wir die Zielbereiche, die man händisch einstellen könnte. Also wenn man sagt, okay, obere Grenze ist nicht 165, sondern 180 meinetwegen, kann man das hier entsprechend anpassen. Hier haben wir das Widget, das kann man aktivieren. Ich aktiviere es mal. Und jetzt seht ihr hier, ich gehe mal eins zurück. Dieses Widget hier kann ich beliebig irgendwo hinschieben, wo ich es haben möchte. Und es ist auch über allen anderen Apps. Also wenn ich jetzt mal rausgehe hier, seht ihr auch hier das Widget immer noch. Ah ja, 205 sagt schon vom Blutzucker her, seht ihr? Der Blutzuckerwert ist schon da. So. Oder wenn ich jetzt hier auf die Seite gehe, seht ihr hier, also so kann man relativ einfach eben dieses Widget einstellen. Dann gehen wir nochmal auf die App drauf. Genau, das können wir so stehen lassen. Jetzt sehen wir zwei Pfeile nach oben. Blutzucker steigt gerade mal extrem. Wenn man es hier ausschaltet, ist es dann auch wieder weg, klar. Hier haben wir dann noch andere Möglichkeiten. Ich schalte mal ein. Hier kann man den Stil einstellen, ob jetzt was angezeigt wird, ob nur der Zuckerwert zum Beispiel oder Zuckerwert und Trennpfeil, wie es jetzt gerade bei mir war. Man könnte auch das Delta noch dazu packen. Das hat er jetzt gerade aktuell noch nicht, weil es ja der erste Wert ist. Da können wir noch die Uhrzeit dazu. Wann war der letzte Wert? Das finde ich immer ganz interessant, weil da sieht man, wie sich der Zucker die letzten paar Minuten verhalten hat. Hier können wir noch die IOB, also Insulin an Bord und die aktiven Kohlenhydrate einrichten. Kann man machen, wie man will. Immer jetzt haben wir bloß Zucker einen Trendwert. Das na, und die Uhrzeit und das haben wir noch, genau, das Delta und die Zeit. Hier kann man die Größe einstellen, also wie groß das Ding sein soll. Man kann es auch ziemlich groß einrichten, wie man es halt haben möchte. Mit der Transparenz kann man im Prinzip sagen, okay, wenn jetzt über dem, ich mache es mal hier über die Schrift drüber, ob man die Schrift denen noch lesen soll oder ob es komplett zu ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei der Widget-Transparenz ist es ziemlich ähnlich. Gut, dann haben wir hier die Benachrichtigungen. Hier kann man ein Statusbar-Icon, das finde ich ganz witzig, machen. Und zwar, wenn man das einschaltet und hier auf Zuckerwert geht, sieht man hier oben den Blutzuckerwert. Ich habe mal gerade aufgetippt. Genau, das heißt, ich sehe jetzt genau den Blutzuckerwert. Und wenn ich ihn jetzt farbig mache, oder hier kann ich ihn farbig oder schwarz-weiß machen, das hat den Vorteil, dass ich im Prinzip sagen kann, okay, jetzt in dem Fall ist er gelb, weil er steigt und über 2,180 ist. Wenn er im grünen Bereich ist, dann ist er entsprechend dann auch hier oben grün. Dann haben wir hier noch eine zweite Benachrichtigung, die man aktivieren kann in der Statusbar. Das finde ich nämlich ganz witzig. Und könnte hier zum Beispiel den Trendpfeil noch mit eingeben. Jetzt sehen wir hier im Prinzip zur Zahl hier oben auch noch die doppelten Trendpfeile. Also es ist sogar ganz witzig, wie sie hier. Hier können wir im Prinzip das Hintergrundbild noch anpassen. Das will ich jetzt gar nicht machen. Also geht dann im Prinzip darum, wenn man das Hintergrundbild halt entsprechend den Blutzuckerwert anzeigen soll. Hier haben wir Android Auto. Da kann man Android Auto installieren, um das Ganze auf Android Auto anzeigen zu lassen. Ich habe es bei mir probiert, habe dann leider festgestellt, dass mein Auto zwar ein Android Auto Radio ist, aber Android Auto funktioniert bei mir leider nicht. Ich muss über eine andere App gehen. Deswegen werde ich euch ein paar Bilder dazu einblenden.
einblenden, wo ihr einfach seht, wie das Ganze dann ausschaut auf dem Autoradio. Hier haben wir noch die Möglichkeit, über die Daten an WatchTrip hochzuschicken. WatchTrip verwenden viele Leute, die das Mi Band haben, oder auch die Amazon Fit Uhren funktioniert das meines Wissens. Da kann man im Prinzip hergehen und kann im Prinzip sagen, okay, schick mir mal bitte die Blutzuckerwerte noch dahin. Da kann man die, wenn man jetzt zum Beispiel die Werte vom Libre hätte, könnte man die Libre, die Werte, die man in Libre hat, auf X-Trip schicken, um es damit eben auch auf die Uhr zu kriegen. Da kann man es an Android APS. Also ihr seht, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, die hier unterstützt werden. Jetzt seht ihr hier noch Uhr verbunden. Wie das mit der Uhr funktioniert, das zeige ich euch jetzt dann auch gleich. Dann schieben wir mal runter. Nicht wundern, mit der Uhr schauen die Blutzuckerwerte ein bisschen anders auf, weil das habe ich zum anderen Zeitpunkt mit aufgenommen. So, jetzt gehen wir mal dann an die Uhr. Um jetzt den Glucodata-Händler auf die Uhr zu bekommen, muss man natürlich hergehen, wieder in den App Store rein, den Glucodata-Händler suchen und hier auf der Uhr installieren. Wenn er dann auf der Uhr drauf ist, kann man im Prinzip die Blutzuckerwerte dann eben auch auf der Smartwatch lesen. Jetzt installieren wir das erstmal. Installieren. Jetzt seht ihr, hier wird es auf die Uhr runtergeladen. Wenn es jetzt dann auf die Uhr runtergeladen ist, dann zeige ich euch das auf der Uhr wieder, wie es da weiter funktioniert. Und was man da dann drauf sieht, welche Möglichkeiten man hat. Die Ladezeiten durch natürlich entsprechend wieder rausschneiden. So, die App ist installiert. Jetzt halte ich mal die Aufnahme hier auf dem Handy kurz an. Dann schauen wir das Ganze nämlich direkt auf der Uhr an, wie das dann läuft. So, jetzt habe ich die App runtergeladen. Jetzt schauen wir, ob sie da ist. Da ist der Glucodata-Händler. Der Blutzuckerwert ist schon wieder drauf. Und so haben wir dann relativ einfach den Blutzuckerwert drauf. Jetzt schauen wir, was da noch alles kommt. Ah, da sehen wir die Datenquelle, aber vom LibreLink, Night Scout Datenquelle, die Vibration aktivieren oder deaktivieren, farbiges AOD, das ist glaube ich das übergeordnete Display, großer Trendpfeil und relative Zeit, also das sieht man auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, das Ganze im Prinzip entsprechend zu machen, beziehungsweise die Bilder. Das ist durch hier auf der Seite einfach mal kurz einblenden, da seht ihr im Prinzip die aktuellen möglichen Watch Faces, wie man es so schön nennt. Und jetzt habt ihr kurz gesehen, wie es ausgeschaltet ist, wenn man einschalten müsste, eigentlich, genau. Da schaut es genauso wieder aus, ich sehe meinen Trendpfeil, ich sehe alles, wie, sehe die Uhrzeit, also beziehungsweise die Uhrzeit vom Blutzuckerwert, der gerade übermittelt worden ist. Und so kann man eben, wie gesagt, den Blutzuckerwert vom Libre, vom Dexcom über X-Trip oder anderen Sensoren relativ einfach auf die Uhr draufbringen. Jetzt gebe ich noch einmal zurück ins Studio. Nun, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr die Blutzuckerwerte über den Glucodata-Händler aufs Handy, oben in die Status-Leiste reinbekommt und natürlich auch auf die Smartwatch. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, die Blutzuckerwerte überall sehen, wie ihr sie haben wollt. Was ich persönlich ganz cool fand, war dieses schwebende Widget, das ich im Prinzip in jede App reinpacken kann. Also das heißt also, egal wo ich bin, ich habe es immer im Vordergrund. Das ist so eine Geschichte, die mir persönlich jetzt sehr gut gefallen hat. Auch die Farben, die ich oben in der Infobox, in der Infos-Leiste drin habe im Handy, hat mir sehr gut gefallen. Das sind so jetzt gerade die Sachen, die ich zu der App sagen kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, gern an mich oder eben an den Michael über das Kontaktformular in der App. Das habe ich euch ja gezeigt. Da wird dann eben auch versucht, die Lösung dafür zu finden, um entsprechende Probleme zu lösen. Wenn ihr Fragen zu Android APS, X-Trip, Night Scout, den Smartwatches oder ähnliches habt oder eben zu dieser App, gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche es zu beantworten. Ansonsten verbinde ich euch auch gerne mit Michael, dass im Prinzip da entsprechende Lösungen gefunden werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes Loop. Tschüss!